Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 100 Baby Challenge. Sag ich Sims 4? Eigentlich sage ich das dazu nicht, aber egal. Anmoderation verkacken kann ich. Ich habe eben auch schon gesisi-shoppt, das ist aber noch nicht in meinem Spiel, weil ich möchte euch das in einem Haul präsentieren. Und jetzt ist die Frage, möchtet ihr das Montag oder Mittwoch sehen? Denn an dem jeweils anderen Tag würdet ihr dann an die Uni kommen. Deswegen stimmt mal hier ab. Auf jeden Fall sind wir hier wieder zurück bei Familie Mondschein. Hi. Sie ist am Essen. Lol. Und du wurdest eingeladen. Melody wurde zu einem Event eingeladen. Du kannst das Ereignis im Slice auf dem Live-Menü akzeptieren. Du hast 2 Tage Zeit, um auf diese Einladung zu antworten. Wenn du die Einladung nicht annehmen möchtest, kannst du sie einfach ignorieren. Wenn du Einladung annimmst, erhält dein Sim einen Anruf vom Gastgeber am Tag des Events. Es gibt nämlich ein neues Slice of Life Update und ich bin sehr interessiert daran. Wir gucken mal. Party-Einladung. Akzeptiere Baby-Party-Einladung. Nach Einladung schauen. You will get to see who invited you after you accept. You can still cancel later on, even if you accept now. Sind wir noch schwanger? Ja, ne? Oder sind wir schon wieder schwanger? Ich glaube schon. Wir akzeptieren einfach mal. Sind wir schwanger? Ja. Oh, wir entbinden ja gleich schon. Ich hatte ein Gewichtszunahme und eine Babyparty für dich geplant. Ach, ja. Okay. Oh. So, die sind in Tageslege. Naja, okay, passiert, ne? So, wir haben hier Mackenzie Clanton. Tyler Blankard. Und Levi Blankard. Okay. Ja. Oh mein Gott, die sind schon wieder gegangen. Die hätten gar keinen Bock auf ihr Leben. Das wird eine krasse Babyparty. Wir fragen ihn mal nach seinem Liebesleg. Er geht einfach. Das ist eine tolle Babyparty auf jeden Fall, wenn alle gehen. Gut, dann halt nicht. Dann gehe ich halt wieder. Ich sehe übrigens aus wie Trash, weil ich nehme an dem Tag auf, wo es hochkommt. Ha, lol. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ups. So, dann geht sie jetzt einfach mal eben in Dusche singen, so. Und ihr Kiddos habt, glaube ich, jetzt eure Tablets im Inventar, kann das sein? Was geht bei dir denn? Körperunsicherheit. Philipp glaubt, dass er zu muskulös ist. Philipp muss lernen, sich selbst zu lieben. Benutze den Spiegel, probiere Kleidung an oder fühle dich selbstbewusst, um diese Unsicherheit zu überwinden. Not to be that person, aber du bist ein Kleinkind. Jedenfalls kümmerst du dich jetzt um deine Fähigkeiten. Du kannst ja mit Blickblock weitermachen. Und du kümmerst dich um, ja, Fantasie. Oh, du hast gar kein Tablet dabei. Ich dachte, ganz ehrlich, ich mache ihn dieses Moodlet weg, weil das ergibt keinen Sinn, okay? Er ist zu muskulös. Das ist ein Kleinkind. Buddy, das funktioniert so nicht. Stimmt, wir haben ja unseren... Oh mein Gott, Zoe! Wir haben ja aber auch unseren Putzbot. Und verkaufen. No. Wir aktivieren ihn einfach mal. Und Zoe! Oh mein Gott. Du bist dead inside auf jeden Fall. Aber Zoe, hier ist der Kuchen. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Wieso setzen sie sich immer erst hin? Oh mein Gott. Warum kann man eigentlich nicht im Sitzen die Herzen ausblasen? I mean, das ist doch eigentlich realistisch, oder? Aber naja. So, hello. Du bist eine Genießerin. Und du bist sportlich. Oh, girl. You're cute. Dann wird es mal wieder Zeit für den Creative Sim, habe ich gehört. Das einfach einsaugt. Das ist Wasser, nur so, ne? Aber okay.
Mir fällt jetzt erst auf, das ist ja quasi Melodies alte Frisur. Also wenn sie halt feiern war oder so, hatte sie ja diese Frisur und ja, ne? Nur halt hatte sie natürlich nicht das Weiß hier hinten. Aber ja, da hat sich jemand ein Vorbild genommen auf jeden Fall. Niemand interessiert sich für dich, ey. Als ob sie jetzt auch noch gemobbt wird. Oh mein Gott. Why? Die Lotterie! Ja, okay. Da nimmt man natürlich teil, ne? Ich will einmal im Leben da gewinnen, Alter. Das, also einfach nur weil. Weil es lustig ist. Oh, RIP. RIP, Bruder, RIP. We will miss you. Okay, wir werden nicht reparieren oder so, aber trotzdem. Das muss doch nicht sein. Du brauchst 8 Altmaterialien, um das zu reparieren. Oh mein Gott. Geh ins Badezimmer und verschließ die Tür. Wenn du was hörst, renn. Why? Wir haben schon wieder Post bekommen. Ah, die beiden haben Level 3 in Sachen gelernt. Das ist sehr gut. Dann können sie mit ihren Tätigkeiten nämlich aufhören. Oh lol, ihm fehlt ja gar nicht mehr viel. Wenn er hier runterläuft, müsste er Bewegung schon voll haben. Und dann muss er nur noch an Denken ran. Und bei dir? Da fehlt noch Fantasie und Denken. Ich wurde schon wieder eingeladen. Muss ich gleich mal gucken, ne? Schon wieder eine Babyparty. Nö. Die letzte ist nicht gut ausgegangen. Ich lasse es. Oh, die wehen. Ja. Ab ins, Krankenhaus, habe ich gehört. Es kommt die ganze Zeit keine Rückmeldung. Bitte. Wehe, du stößt ab. Ich raste aus, ne? Ich werde gleich erstmal beim Krankenhaus speichern. Kann sie diese Schuhe bitte nie wieder anziehen, Alter? Also ich finde die ja schön und so, aber noch nicht. Ach, dann nicht zum Kind kriegen. Oder für OPs oder was auch immer. Das ist nicht okay. So, dann gucken wir mal. Wenn es ein Junge ist, geht's mit Q weiter. Es ist ein Junge. Wir nennen ihn Quentin. Und noch ein Junge. Robin. Wir haben Zwillinge, oder? Ja. Sehr schön. 44 Kinder. Wow. Oh nein. Bei 50 Kindern hat sie Geburtstag. Dann ist sie schon Erwachsene. Oh mein Gott. Freitag ist dann wieder unser Tag zum Altern der Kinder. Eigentlich könnten wir diese Dings da auch hinstellen. Also für, also immer. Hallo, kann ich die nicht klonen? Diese Babybetten? Weil, also ich meine, man sieht dann zwar nicht direkt, wenn die halt mal irgendwie, keine Ahnung, was sind. Also halt zum Beispiel, hier, also wenn die hier Magier sind oder so, dann sind die ja in dem hier. Aber, also das würde man halt dann nicht direkt sehen. Aber ich finde es halt schöner. Also, weil ich meine, wir brauchen das Geld von diesen Babybetten nicht mehr. Deswegen kann man die auch einfach direkt da drin lassen, oder? Also halt hier stehen lassen. Weil da haben wir eh gerade nichts stehen. Also, ja, perfekt für die Kederos. Oh, oh, Level 3. Moment mal. Kiddo! Du bist alt genug zum Existieren. Dann hilf dir deine Mutter nach dem Essen machen mal. Und lass dich altern. Oh ja. Yes. Er hat auch Level 3 erreicht in seiner jetzigen Fähigkeit. Aber denken schafft er heute nicht mehr. Das ist leider ein bisschen sad, aber das kriegen wir dann morgen hin. Dann können wir die auch gemeinsam in den Creative Sim stecken. Alles Gute! Kreativ! Kreativ! Ich glaube, dass das diese Folge nichts mehr wird mit Philipp. Aber dann werde ich ihn einfach privat umstylen. Und ja, dann kriegen wir das schon hin. What the fuck? Warum? Was ist mit dem Roboter passiert? Als ob der jetzt einfach weg ist. Weißt du, wie viele Ressourcen ich da einfach für verplimpelt habe dann? Jo, der ist jetzt wieder in Einzelteile. Das gibt es doch nicht, Alter. Was ist dieses Spiel? Gut, dann denke ich, beende ich einfach mal die Folge hier, weil... Oh, es nervt mich. Warum? Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!